Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir gucken uns heute gemeinsam an, wie man einige der Ernährungsinhalte aus meinem Buch Vegan Klischee AD auch in den Küchenalltag integrieren kann. Das heißt, wir sehen, wie man die Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft nutzen kann, um aus gesunden Lebensmitteln noch gesündere zu machen und um leckere Speisen gesundheitlich zu optimieren. Und das demonstrieren wir anhand von einem Gericht, das inspiriert wurde von einem Rezept von Jerome Eggmeier aus seinem Buch Vegan Feels Better, das eine ganze Reihe an sehr gesunden, alltagstauglichen, rein pflanzlichen Gerichten enthält und unter anderem auch das großartige Blumenkohl-Cremesuppen-Rezept, das wir heute zubereiten. Ich habe ein, zwei Zutaten noch ausgewechselt, ein paar Sachen angepasst nach meinem Verständnis der ernährungswissenschaftlichen Literatur und wir gucken uns an, wie wir eben aus all diesen gesunden Lebensmitteln durch einfache Tricks noch gesünder machen können. Die Hauptzutat der Blumenkohl-Cremesuppe ist, wenig überraschend, Blumenkohl. Und die erste Frage ist, was kann man tun, um Blumenkohl noch gesünder zu machen? Die Antwort darauf liegt in den sekundären Pflanzenstoffen des Blumenkohls, genauso wie von allen anderen Kreuzblütern auch. Darin befindet sich eine Stoffgruppe, die nennt sich Glucosinolate. Und diese Glucosinolate werden mit Hilfe eines Enzyms wie der Myrosinase, die sich ebenfalls im Blumenkohl befindet, umgewandelt zu sogenannten ITCs, Isothiocyanate. Und diese ITCs sind der eigentliche Stoff, den wir haben möchten. Das ist auch eine Stoffgruppe mit unterschiedlichen Vertretern. Aber diese ITCs sind es, die diese krebspräventive und insgesamt sehr wirkungsvolle Stoffgruppe sind, die wir bei den Kreuzblütlern so schätzen und die wir haben wollen. Die aber eben kein eigentlicher Bestandteil der Kreuzblüter sind, sondern erst entstehen, wenn das Enzym, die Myrosinase, die Grundstoffe, die Glucosinolate umwandelt. Und die Frage ist, wie und wann tun sie das und unter welchen Umständen tun sie das nicht? Sie tun das in dem Moment, wo ich die Zellwände entweder als Fraßfeind, vor denen sollen sie eigentlich schützen, als Fraßfeind anfange, den Blumenkohl anzuknabbern oder eben als Mensch anfange, ihn zu schneiden oder auch roh zu kauen. Wenn also die Zellwände beschädigt werden und diese zwei Stoffe, die zu Beginn eigentlich durch Zellwände getrennt sind, miteinander in Kontakt kommen. In dem Moment jetzt, wo ich es schon etwas klein geschnitten habe, ist genau das schon passiert und das verging auch schon einige Zeit. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Blumenkohl noch nicht vorbereitet ist, sondern wir intakten Blumenkohl haben oder auch Brokkoli oder andere Kreuzblütler und wir schneiden das direkt und erhitzen es sofort, ohne dass man sagt so 30, 40 Minuten vergehen, dann werden wir durch die Hitzeeinwirkung das Enzym abbauen und das Enzym wird eben nicht mehr wirksam sein und es kann dann nicht mehr seine eigentliche Arbeit verrichten, nämlich die Glucosinolate zu ITCs umzuwandeln. Das heißt, was ist wichtig für uns am Ende des Tages bei all diesen Fachbegriffen einfach nur zu verstehen, dass wenn wir Kreuzblüter zubereiten, dann haben wir drei Möglichkeiten, die zu optimieren. Nummer eins, wir essen sie einfach roh. Das kann man mit einigen Kreuzblütern wie dem Rucola zum Beispiel wunderbar machen. Auch Radieschen kann man sehr gut roh essen. Andere wie Blumenkohl oder auch Brokkoli, zumindest aus meiner Sicht, sind jetzt nicht prädestiniert dazu, sie roh zu verzehren. Und zumindest ich für mich hätte nicht so viel Lust, die roh zu essen. Was man machen kann, Nummer zwei, das ist das, was wir hier machen. Wir haben die schon vorgeschnitten. Es sind 40 Minuten vergangen, seitdem wir sie geschnitten haben. Das heißt, es konnten sich diese ITCs schon bilden, die mehr oder weniger auch hitzebeständig sind. Und dann können wir es erhitzen und wir erhalten die. Trotzdem wird durch die Hitze ein Teil sicherlich auch abgebaut. Und Möglichkeit Nummer drei, aus meiner Sicht auch die optimale, wäre es anders zu machen. Nämlich gar nicht zu lange zu warten, wenn wir die schneiden, sondern sie schneiden und erhitzen. Dann passiert genau das, was wir ja eigentlich vermeiden wollen. Nämlich das Enzym wird abgebaut, das Enzym wird reduziert. Aber der Grundstoff, die Glucosinolate, bleiben erhalten. Und was wir dann machen, und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, wir geben am Ende ganz wenig von einem rohen Kreuzblütler dazu. Das heißt, wir behalten uns vielleicht ein, zwei Röschen auf vom rohen Blumenkohl und mixen den rein oder geben einen anderen Kreuzblütler, wie zum Beispiel hier unsere Kresse rein. Und es geht gar nicht darum, dass es unbedingt der gleiche Vertreter sein muss. Es muss einfach nur irgendein Kreuzblütler sein. Und durch die Enzyme, durch die Myrosinase, können wir die Glucosinolate im Blumenkohl in ITCs umwandeln. Das heißt, wie gehen wir vor, um die Suppe zuzubereiten? Wir beginnen mit etwas Öl und rösten darin den Kreuzkümmel. Dann geben wir den Blumenkohl dazu, könnten eben ein paar Röschen roh lassen. Dadurch, dass wir heute hier die Microgreens haben, können wir alles reingeben. Dann lassen wir das Ganze kurz rösten, geben dann Curry und Currypulver hinzu, geben etwas Ingwer und die Frühlingszwiebel hinzu, rösten das Ganze noch ein, zwei Minuten weiter und gießen es dann sehr einfach mit Pflanzenmilch auf, eben hier für Dinkeldrink entschieden, das könnte auch Reisdrink sein. Ich würde sagen, hier passt etwas, was eine leichte Süße hat und das haben viele von den Getreidedrinks. Und
Aus meiner Sicht, ein wichtiger Punkt ist immer hier, jene mit Calcium zu kaufen. Warum? Wie der Name schon sagt, enthalten die mehr Calcium als andere Pflanzendrinks. Und der Grund hierfür ist, zumindest bei den biologischen Pflanzendrinks, dass eine Alge, eine Kalkalge namens Lithotamnium calcareum hinzugefügt wurde. Wenn man sie pur kostet, schmeckt sie zwar ein bisschen nach Meer und Alge, aber im Verbund, im Pflanzendrink schmeckt man die so gut wie gar nicht. Und die wurde eben beigegeben, um einer Pflanzenmilch die gleiche Menge an Calcium zu geben, wie man es von der klassischen Kuhmilch kennt, nämlich 120 Milligramm Calcium pro 100 Milliliter. Außerdem enthält die Alge auch noch moderate Mengen an Jod. Soll einfach heißen, durch das Hinzufügen von einem calciumreichen Pflanzendrink bekommt auch unsere Suppe am Ende des Tages mehr Calcium. Und wir werden zusätzlich zu der Pflanzenmilch auch noch Gemüsebrühe hinzugeben und um das Ganze noch cremiger zu machen, etwas Erdnussmus. Erdnussmus, genauso wie Erdnüsse, sind eigentlich gar keine Nuss, sondern das sind eigentlich Hülsenfrüchte. Trotzdem sind sie vom Nährwert her näher bei den Nüssen und haben auch jene gesundheitlichen Vorteile, die man von den Nüssen kennt. Und egal, ob man ganze Nüsse oder gemahlene Nüsse zu sich nimmt, wir sehen bei beiden die positiven Effekte, beispielsweise auf den Cholesterinspiegel, die Erhöhung des HDL, des guten Cholesterins und die Reduzierung des LDLs, des weniger wünschenswerten. Und wenn wir das alles zusammengegeben haben, dann pürieren wir die Suppe und dann ist es schon Zeit, sie abzuschmecken und noch ein, zwei Komponenten hinzuzufügen. Und schon haben wir in kürzester Zeit unsere Suppe fertig. Was noch wichtig ist, wir haben ja besprochen, was es mit den Kreuzblütern auf sich hat. Das heißt, wie wir die zubereiten, um diese wünschenswerten Stoffe, die ITCs, zu erhalten. Interessanterweise trifft das Gleiche auch auf eine andere Familie zu, und zwar auf die Familie der Zwiebelgewächse. Dazu zählt Zwiebel, Knoblauch, aber auch Frühlingszwiebel, wie wir sie heute haben, auch Schnittlauch und auch Bärlauch. Und bei dieser Gruppe passiert genau dasselbe eigentlich. Es geht nur diesmal nicht um die Glucosinolate wie bei den Kreuzblütlern, sondern es geht um das sogenannte Allein. Und das Allein wird von der Alinase, so heißt das Enzym dann bei den Zwiebelgewächsen, zum sogenannten Allicin umgewandelt. Das heißt, genau der gleiche Vorgang können wir uns merken. Die einzigen Unterschiede sind, dass das Allicin etwas mehr hitzeempfindlich ist, als es die ITCs im Durchschnitt sind. Das heißt, hier wollen wir noch mehr Wert darauf legen, die eigentlich nicht davor in großen Mengen bilden zu lassen, sondern erst durch die Zugabe von etwas rohen Zwiebelgewächsen am Ende. Das heißt, wir behalten uns einfach ein paar Scheiben von dem rohen Frühlingszwiebel auf und geben das am Ende über die Suppe und schon können wir hiermit sicherstellen, dass die Enzyme, die Alinase, in den rohen Zwiebelgewächsen die Umwandlung beschleunigen kann in den bereits gekochten Zwiebelgewächsen. Genau, so sieht es aus. Wir beginnen. Ich habe mir hier auch für ein Rapsöl entschieden, wie es auch im Originalrezept ist. Ich finde, das ist eine der besten Wahlen, die man treffen kann in Bezug auf das Öl. Insgesamt sollte man die Menge an Öl in seinem Essen aus meiner Sicht reduzieren. Hat einfach damit zu tun, dass Öle sehr energiedichte Lebensmittel sind, und zwar die energiedichtesten, die wir haben. Ein einziger Esslöffel Öl hat 135 Kilokalorien. Das Rezept ist für 4 Personen ausgelegt und daher sind 2 schwache Esslöffel Öl auf jeden Fall mehr als genug. Das Rapsöl ist insofern eine gute Wahl, weil es im Vergleich zu anderen Pflanzenölen, die oft verwendet werden, wie zum Beispiel das Sonnenblumenöl, ein wesentlich besseres Verhältnis von den Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren hat. Wir sprechen hier von ungefähr 2 zu 1, also 2 Teile Omega-6, 1 Teil Omega-3, im Vergleich zu zum Beispiel Sonnenblumenöl, wo wir einen Teil Omega-3 und 311 Teile Omega-6 haben. Und dann ist es schwierig, wenn wir große Mengen an zum Beispiel Sonnenblumenöl in die Ernährung einbauen, auf ein wünschenswertes Verhältnis von ungefähr 1 zu 2 bis 1 zu 5 Omega-3 zu Omega-6 zu kommen. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir die Omega-3-Fettsäuren erhöhen durch die Zugabe von Omega-3-haltigen Lebensmitteln wie Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüssen und ähnlichen und durch die Verwendung von Omega-3-reichen Ölen. Und auf der anderen Seite die Omega-6-Fettsäuren reduzieren, indem wir die eben zumindest zu Hause, wo wir selber kochen und da die Möglichkeit haben, es zu tun, die weitestgehend aus dem Speiseplan zu streichen. Der Grund hierfür ist, dass die beiden sich die gleichen Enzymsysteme für die Umwandlung teilen und wir wollen mehr von den Omega-3-Fettsäuren zu langkettigen Omega-3-Fettsäuren wie EPA und DHA, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure umwandeln. Das sind die, die wir aus dem Fisch kennen, wo es immer heißt, wir sollten Fisch essen, um genügend EPA und DHA zu kriegen. Wir wissen aber, dass man aus der ALA, aus der Omega-3-Fettsäure, über die wir sprechen, die Alpha-Linolensäure, unter den optimalen Rahmenbedingungen auch ausreichende Mengen EPA und unter manchen Bedingungen sogar genügend DHA bilden können. Wird auch ausführlich, ist auch wieder erneut eine relativ komplexe Thematik, wird auch in aller Ausführlichkeit in meinem Buch Vegan Klischee AD dargestellt. Gut, wir beginnen damit, die Blumenkohlröschen klein zu schneiden. Am Ende des Tages werden die ohnehin püriert, aber wenn wir sie jetzt schon klein schneiden, dann muss die Suppe weniger lang kochen.
Und gerade bei Suppen, da haben wir den Vorteil, dass es wird ja oft gesagt, wenn wir Dinge erhitzen, also wenn wir Lebensmittel kochen, dann würde ein großer Teil der Nährstoffe verloren gehen. Hört man vor allem von Verfechtern der Rohkostbewegung. Und die haben durchaus auch einige valide Punkte in ihrer Argumentation. Allerdings ist das der Verlust von sämtlichen oder von überwiegenden Vitaminen durch das Erhitzen nicht korrekt. Zum einen, vor allem die wasserlöslichen Vitamine, die B-Vitamine und das Vitamin C, die sind zum Teil B1 und auch Vitamin C und Folat durchaus hitzeempfindlich, her im Vergleich zu zum Beispiel Vitamin B2, das Riboflavin, das nicht besonders hitzeempfindlich ist. In den meisten Fällen, aber egal ob hitzeempfindlich oder weniger hitzeempfindlich, werden die einfach nur gelöst. Das heißt, wenn wir dem Blumenkohl in kochendes Wasser geben und im Ganzen kochen, dann geht einfach ein durchaus relevanter Teil der Vitamine in das Kochwasser über und meistens wird das Kochwasser nicht weiterverwendet und dadurch wird dann auch ein Teil der Vitamine einfach abgegossen. Auf der anderen Seite, so wie hier, wo wir das Kochwasser ja verwenden, weil wir eine Cremesuppe daraus machen, bleibt ein überwiegender Teil der Vitamine erhalten und selbst die empfindlicheren Vitamine wie das B1 bleiben zu überwiegenden Teilen erhalten und wir sehen hier nicht diese negativen Effekte, von denen oft gesprochen wird. Es wird dann auch oft gesagt, dass die Verdauungsenzyme in den Pflanzen von großer Relevanz wären für die menschliche Verdauung. Wenn man sich aber anguckt, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, also wie viel Verdauungsenzyme der Mensch selbst produziert und wie viel wir in den Pflanzen finden, sehen wir, dass es nur ein Bruchteil dessen ist, was wir selbst produzieren. Und nach aktuellem Kenntnisstand tragen die Verdauungsenzyme in Pflanzen keinen relevanten Anteil zu der Verdauung des Menschen bei. Wir produzieren einfach die Mengen an Verdauungsenzymen selbst, die wir benötigen. Gut, dann können wir damit beginnen, den Kreuzkümmel zu rösten. Das leichte Surren, was man jetzt gleich hört, ist die Induktionskochplatte. Das wird aber gleich von den Kochgeräuschen übertönt werden. Wir geben den Kumin, also den Kreuzkümmel, rein. Lassen den kurz rösten, geben dann den Blumenkohl hinzu. Während dann der Blumenkohl mit dem Kreuzkümmel gemeinsam röstet, werden wir noch den Ingwer und die Frühlingszwiebel schneiden und dann ebenfalls hinzugeben und gemeinsam mit Currypaste und Currypulver kurz weiter rösten, bevor wir dann weiter aufgießen. Wir können hier noch etwas mehr Temperatur geben. So, und jetzt auch schon den Blumenkohl. So, ich habe hier schon die Enden etwas abgeschnitten, die möchte man weggeben. Und dann ist es wichtig, dass wir uns einen kleinen Teil im Rohzustand aufbewahren, weil das sind ja die, die wir am Ende dann auf die Suppe draufgeben und die wiederum dafür sorgen, dass genügend von dem Allein in Allicin umgewandelt wird. Den Rest schneiden wir klein und geben in die Suppe. Dann noch das Currypulver sowie die Currypaste. So, wann immer wir mit Kurkuma arbeiten, wie heute im Fall des Currypulvers, können wir uns merken, dass wir stets etwas schwarzen Pfeffer hinzugeben. Denn schwarzer Pfeffer enthält eine Substanz, die nennt sich Piperin. Und das Piperin hilft die Aufnahme von Kurkumin, einer der bioaktiven Substanzen im Kurkuma, der auch für seine positive gesundheitliche Wirkung verantwortlich ist, zu optimieren. Das heißt, durch die Zugabe von schwarzem Pfeffer und dessen Piperin kann die Aufnahme von Kurkumin im Körper gesteigert werden. Und abschließend geben wir noch etwas Misopaste hinzu. Die ist auch eine, also das ist unser heutiger Salzersatz, sozusagen unsere Salzquelle. Und das Interessante an Misopaste ist, dass obwohl sie sehr salzreich ist, man beim Verzehr von Misopaste in Bevölkerungsstudien nicht die negativen Effekte gesehen hat, die mit einem erhöhten Salzkonsum einhergehen. Man weiß, dass ein hoher Salzkonsum zum einen ein Risikofaktor ist für Magenkrebs und zum anderen zumindest bei einigen Individuen auch für Bluthochdruck, also für Hypertonie sorgen kann.
Und das finden wir beides nicht beim hohen Konsum von Miso. Das mag zum einen daran liegen, dass bei der Miso-Paste durch das Soja, was ja verwendet wird, denn Miso ist eine Paste auf Basis von Sojabohnen, dass hier die bioaktiven Substanzen, die sekundären Pflanzenstoffe in der Sojabohne, einfach an die Isoflavone, einen positiven Effekt haben, der das sozusagen kompensiert. Und zum anderen, gerade in Bezug auf Hypertonie, das Sojaprotein selbst hier ein hypotoner Faktor sein kann, also ein blutdrucksenkender Faktor, der sozusagen hier auch als Gegenspieler wirkt zum Salz. Und nun können wir das Ganze aufgießen. Wir haben als Flüssigkeit zum einen unsere Dinkelmilch mit Kalzium, wir haben die Gemüsebrühe und um das Ganze cremiger zu machen, noch Erdnussmus. Wir können alles gemeinsam reingeben. Wir haben hier einen Liter. Wir geben mal zumindest 3/4 dazu, um zu gucken, wie viel Flüssigkeit wir wirklich brauchen. Hier geben wir etwa 200 ml dazu. Wichtig ist, wenn wir kalziumangereicherte Pflanzenmilch haben, also mit der Litotamnium calcareum, dass wir die immer schütteln, damit sich die Litotamnium nicht am Boden festsetzt. Wir messen uns hier 200 ml. Und zum Abschluss noch etwas Erdnussmus, ungefähr ein Esslöffel. Gut, wenn jetzt alle Komponenten drin sind, lassen wir es mit Deckel ungefähr 15 Minuten kochen. Und wenn der Blumenkohl dann gar ist, dann pürieren wir alles, servieren es mit den Mungbohnen, schwarzen Sesam, etwas von der Kresse und geben noch etwas Koriandergrün obendrauf. Gut, nach etwa 15-minütiger Kochzeit ist dann auch der Blumenkohl gar und man kann die Suppe entweder in einem Standmixer oder auch mit einem Stabmixer mixen. Und damit ist die Suppe auch schon so gut wie fertig. Wir werden sie noch mit etwas Brühe, wir hatten ja noch etwas übrig vom Grundrezept, noch etwas dünner machen. Und die genaue Textur natürlich nach dem persönlichen Vorlieben. Was wir jetzt noch brauchen, ist zum einen der Koriander. Den schneiden wir klein. Und dann hacken wir uns noch ein paar Paranüsse. Paranüsse haben so ein bisschen eine Sonderrolle in der pflanzlichen Ernährung und eigentlich auch eine Sonderrolle unter allen Nüssen. Denn sie sind mit Abstand die selenreichsten und eigentlich in der pflanzlichen Ernährung, zumindest in unseren Breitengraden, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch so gut wie die einzige wirkliche Selenquelle. Der Grund hierfür liegt aber nicht darin, dass pflanzliche Lebensmittel per se überhaupt kein Selen enthalten, sondern vielmehr daran, was für ein Selengehalt unsere Böden haben. Und die sind in Europa in vielen Fällen relativ gering, also ein geringer Gehalt an Selen. Im Gegensatz zu Südamerika, im Gegensatz zu Kanada und anderen Ländern, wo man nicht nur Paranüsse finden kann, wie zum Beispiel in Südamerika, sondern auch Getreide und Hülsenfrüchte anbauen kann, die sehr selenhaltig sind. Das soll heißen, es gibt durchaus kanadische Hülsenfrüchte, die unseren Selenbedarf rein pflanzlich wunderbar decken können. Unsere Getreide, unsere Hülsenfrüchte hingegen haben nur einen sehr kleinen Teil dessen, was wir in anderen Ländern finden würden. Das soll heißen, wir kommen ein bisschen in die Bredouille, wie wir rein pflanzlich unseren Selenbedarf decken können. Eine Variante, die oft vorgeschlagen wird, sind Paranüsse. Die sind ohne Frage sehr reich an Selen. Eine andere wäre es, kanadische Hülsenfrüchte zu nehmen. Mein Vorschlag, sagen wir mal perspektivisch, wäre es, ähnlich wie in Finnland zu machen. Denn Finnland hat gezeigt, dass man mit einer systemischen Anreicherung der Böden mit Selen dazu beitragen kann, dass auch gängige pflanzliche Lebensmittel aus den eigenen Regionen selenreich sein können und wir so nicht darauf angewiesen sind, Paranüsse oder Hülsenfrüchte von weit her zu importieren. Bis es soweit ist, können wir zum einen natürlich kanadische Hülsenfrüchte nehmen oder wir verlassen uns auf Paranüsse, die sehr selenreich sind. Mein Einwand oder meine zusätzliche Überlegung wäre allerdings, wenn wir uns die Daten angucken von brasilianischen, von bolivianischen Paranüssen, sehen wir, dass die Schwankungen pro Nuss extrem hoch sein können. Das heißt, ein, zwei Paranüsse können nur einen Bruchteil des Tagesbedarfs decken, ein, zwei Paranüsse können aber auch ein Vielfaches des Tagesbedarfs an Selen decken und dadurch natürlich auch den Körper mit zu viel Selen überlasten. Ich denke mal, in den meisten Fällen wird
wird der Wert an Selen relativ in der Mitte liegen und es wird weder eine starke Unter- noch eine starke Überversorgung stattfinden. Aber die Daten sind zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht da und auch die meisten Hersteller kontrollieren zu wenig und das ist zu wenig deutlich ausgezeichnet, wie viel Selen tatsächlich in unterschiedlichen Chargen an Paranüssen drin sind. Das heißt, bis wir mehr Daten haben, wäre meine Empfehlung auch nicht mehr als 2-3 Paranüsse pro Tag zu essen. Damit sind wir, wenn wir uns die Summe der Daten angucken, im relativ grünen Bereich. Das wäre das sogenannte Upper Level, also das Maximum, was wir bei längerfristiger Zufuhr auf täglicher Basis zu uns nehmen können, nicht überschreiten. Und wir werden aber trotzdem einen beachtlichen Teil des Selenbedarfs decken können dadurch. Und so decken wir uns also, wenn wir jetzt sagen, wir essen pro Tag nicht mehr als 3, dann halte ich mich natürlich jetzt auch daran und hacke jetzt einmal hier für das Gericht 3 Paranüsse. So. Und damit haben wir auch die Toppings schon. Wir geben noch Mungbohnen dazu fürs Auge und auch für den Kalziumgehalt schwarzen Sesam. Geben dann wichtig für die Umwandlung der Glucosinolate in die ITCs noch die Microgreens von der Kresse dazu und können dann schon anrichten. Geben auch noch die Frühlingszwiebel dazu und etwas geräuchertes Paprikapulver. So. Die Mungbohnen in diesem Gericht haben mehrere Aufgaben. Die Hauptaufgabe ist, sie liefern noch etwas mehr Protein zu der Suppe. Und nachdem wir, wie so oft, natürlich auch hier empfehlen, Vollkornbrot als Sättigungsbeilage dazu zu essen, ergänzen sie das Protein des Vollkorngetreides um die essentielle Aminosäure Lysin. Wenn man an mehreren Stellen schon gehört, dass das Lysin bei einer Vollkorngetreide-lastigen Ernährung mit wenig Hülsenfrüchten oft nicht wirklich zu wenig vorhanden ist, aber trotzdem kritisch sein kann. Und von daher nutzen wir die Kombinationsmöglichkeit eines sehr lysinreichen Lebensmittels wie der gesamten Hülsenfrüchte und auch der Mungbohnen und ergänzen das mit dem Getreideprotein. Auch das müsste nicht in einer Mahlzeit stattfinden. Wir können im Laufe eines Tages auch unterschiedliche Aminosäuren innerhalb unterschiedlicher Proteine kombinieren. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, es in einem Gericht zu tun, warum nicht? Wichtig in diesem Fall sind definitiv die Frühlingszwiebel, weil die rohen Frühlingszwiebel uns hier ja helfen, das Allein zu Allicin in der gekochten Frühlingszwiebel umzuwandeln. Dann geben wir noch Paranüsse hinzu. So, die hier eben nicht nur Textur geben, weil sie schon knackig sind, sondern uns auch helfen, hier noch mehr Selen ins Gericht zu bekommen. Wir geben noch etwas schwarzen Sesam dazu. Etwas geräuchertes Paprikapulver. Und zum Abschluss noch die Microgreens. Die zur Wiederholung helfen uns, die Glucosinolate in ITCs umzuwandeln, die wir im Blumenkohl finden. Gut, optional könnte man dann noch etwas Koriander dazugeben, ist nicht jedermanns Sache, aber wenn man es mag, dann passt es sehr gut dazu. Und ich denke, das Gericht wie auch die anderen zeigt, wie schnell, einfach, alltagstauglich und lecker die rein pflanzliche Küche sein kann. Von daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an Jerome Eckmeier für die Inspiration für dieses großartige Rezept. Vielen Dank an das Reformhaus, die dieses Video unterstützt haben und vielen Dank an Veggie Kitchen und Küppers Push für die Küche, in der wir hier drehen dürfen. Und großer Dank natürlich auch an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, die sich für eine pflanzliche Ernährung interessieren. Und wenn es gefallen hat, wenn man gerne mehr erfahren möchte, dann bitte gerne die Benachrichtigungen einmachen, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Und wenn man noch mehr zum Thema Ernährung erfahren möchte, dann ist man herzlich willkommen Teil meiner 4-tägigen Seminarreihe Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung zu sein. Das findet mehrmals jährlich in Berlin statt und alle Infos dazu gibt es unter nicoritenau.com/Seminare. Mehr Infos über Ernährung in schriftlicher Form gibt es außerdem in meinem Buch Vegan Klischee AD, das auf über 400 Seiten evidenzbasiert mit den häufigsten Mythen, Vorurteilen und Klischees bezüglich der veganen Ernährung aufräumt und auch das gibt es unter nicoritenau.com/Buch. An dieser Stelle noch vielen Dank fürs Zugucken, guten Appetit und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.